Bremen, 1945. Mehr als 1000 Jahre war die Stadt gewachsen. 1000 Jahre. Der Krieg zerstörte die Stadt in wenigen Tagen. Einst wohnten hier in Bremun Fischer. Sorgsam behütet das mächtig gewordene Gemeinwesen die Erinnerung an seine Anfänge. Die Bomben machten keine Ausnahme. Am Ende der Diktatur 1945 ist die Stadt ein Trümmerhaufen. Eine Stadt mit republikanischer Tradition, die nur florieren konnte im Zeichen der Toleranz und freien weltweiten Handels. Vor mehr als 1000 Jahren begannen die Bremer St. Petri zu bauen, den Dom. Um 1400 wird der steinerne Roland aufgestellt. Bis 1933 gilt der Spruch auf seinem Schild: Freiheit doe ik u openbaar, Freiheit gewähre ich euch. Aber am 6. März müssen die Senatoren der Gewalt weichen. Vom demokratischen Rathaus wehen die Fahnen der Diktatur. An diesem Tage hat der Untergang der Stadt begonnen. Borgfeld, der Hof Wilhelm Kaisers. Sein Besitzer wurde 1933 als Sozialdemokrat aus dem Senat vertrieben und inhaftiert. 1945 holten ihn die Amerikaner wieder in das Rathaus. Er wurde dann zum Präsidenten des Senats gewählt. Bis 1965 ist er Bürgermeister. Ich habe diese Siedlung 33 erworben. Es war für mich eine Notlösung. Ich war aus dem Senat ausgeschieden. Folge der Machtübernahme durch Hitler in Berlin. Wurde verhaftet und wie ich entlassen wurde, aus der Schutzhaft hielt ich die Auflage, aus Bremen zu verschwinden. Was nun? Die Existenzfrage musste angesichts der zahlreichen Familie, die ich hatte, gelöst werden. Beruflich als Redakteur oder in meinem alten Bauberuf als Dekorateur tätig zu sein, war unmöglich. Und so verfiel ich dann auf diese, nach die Idee, eine landwirtschaftliche Siedlung zu erwerben, um wenigstens das Notwendige zum Leben selbst erarbeiten zu können. Und diese Siedlung hier ist ein Teil einer Planung, die ich als Wohlfahrtssenator 32 schon begonnen habe. Und es gelang mir, noch eine Stelle, die letzte hier auf der Wirstehen in der Peripherie Bremens zu erwerben. Und ich habe es auch nie wieder aus der Hand gegeben, denn ich weiß, was es bedeutet, selbstständig zu sein, unabhängig zu sein, auch als Politiker. Und dass man sein eigener Herr ist und sich nicht irgendwie von seinen Entschlüssen und so weiter, von Erwägungen leiten lassen, die mit der Existenz zusammenhängen. Wie ging eigentlich die Machtergreifung in Bremen vor sich? Parlamentarische Grundlage hatten die Nationalsozialisten nicht. Am 5. März 1933 war noch eine Reichstagswahl, und bei dieser Reichstagswahl hatten sie hier nur 30% der Stimmen erhalten, gegenüber 45% bald. Im Reich war das für sie kein Triumph. Sie mussten also und versuchten nun auf dem Wege über den Reichsinnenminister und über die Notverordnung von oben her sich die Macht, die sie anstrebten, geben zu lassen, um dann durch einen Reichskommissar den Senat zu beseitigen und ihre Mannschaft, die sie schon vorbereitet hatte, in das Senatsgehege zu bringen. War Hitler je in Bremen? Hitler war gegen Bremen. Er verwandte Ausdrücke gegen Bremen, die ich hier gar nicht wiedergeben mache. Er ist hier nie gewesen. Er war mal in Bremerhaven, hat da mal irgendwie ein Kriegsschiff und so weiter mit eingeweiht, aber sonst wollte er diesen Schweineplatz, wie er sich ausdrückte, nicht betreten. Eben weil hier die Nationalsozialisten aus den verschiedensten Umständen, die ich hier weiter nicht erörtern will, immer in der Minderheit blieben.
Nun, ein einziges Mal war Hitler doch in Bremen, 1935. Seit der Machtübernahme arbeiten die Werften in erster Linie für die Rüstung. Ihre weltberühmte technische Leistung steht nun im Dienst politischer Ziele. Ziele, die nur wenige wirklich kennen. Aber in der Hafenstadt Bremen ist nicht nur der Schiffsbau zu nennen. Entscheidend für die Entwicklung der Stadt und später für ihr Schicksal sind die Flugzeugwerke. 1937 besucht Lindbergh Bremen, der Mann, der als erster den Atlantik mit dem Flugzeug überquerte. Man kann ihm eine Neuerung zeigen. Die Focke-Wulf-Werke haben einen Helikopter entwickelt, einen Hubschrauber. Die Motoren haben noch keine verstellbaren Flügel. Ein zusätzlicher Motor bewerkstelligt den Vorwärtsflug. Aber zum ersten Mal braucht ein Flugzeug für Start und Landung keine Startbahn. Die Bewunderung des Auslandes wie die Begeisterung der Deutschen werden geschickt von der NS-Propaganda genutzt. Längst läuft die Rüstung auf Hochtouren. Längst hat in Hitlers Politik die Eskalation der Gewalt begonnen. Nun wird es nicht mehr lange Frieden geben. Krieg. Seine Fronten sind vorerst weit vom Reich entfernt. Aber für die Bremer ist er schon bald gefährlich nah. Die feindlichen Flugzeuge können in 2 Stunden Bremen erreichen. Begleitjäger mit dem geringeren Aktionsradius können bis zum Ziel mit den Bombern fliegen. Nur die Flak bietet Schutz. Und die deutschen Jäger. Aber am Ende entscheidet die alliierte Materialüberlegenheit den Kampf. Kilobomben gegen die meterdicken Betonbunker, in die kriegswichtige Schlüsselproduktion der deutschen Industrie ausgelagert werden. Nur eine solche Bombe kann ein Flugzeug tragen. Das Risiko der Zielverfehlung und das Ausmaß der möglichen Zerstörung werden vervielfacht. Aber auch diese Bombe ist nicht nur für die kriegswichtigen Anlagen, die Industrien, die Verkehrswege bestimmt. Sie ist auch dazu gedacht, die Häuserdächer in deutschen Großstädten abzuheben, den Brandbomben die leicht brennbaren Dachstühle freizulegen, den Feuersturm über Wohnvierteln zu entfachen, Zivilisten zu töten. 18. August 1944, später Nachmittag. Seit Stunden schon sind alle Zugänge zum Flughafen gesperrt, alle Telefonleitungen unterbrochen. Denn die Besatzungen kennen bereits ihr Ziel, Bremen. Der Angriff wird 23 Minuten dauern. Mehr als 1000 Stadtbewohner werden ums Leben kommen. Der Westen Bremens wird nicht wiederzuerkennen sein. Die Flugzeugbesatzungen werden in 5 Stunden zurück sein. Wer wird fehlen? In der Regel kommt von 20 Flugzeugen eins nicht wieder. Nicht einmal die Hälfte der abgeschossenen Flieger bleibt am Leben. Am schwerwiegendsten ist der psychische Druck der Einsamkeit. Manchmal kommt ein Pilot mit einer Maschine zurück, in der sich sonst nur noch Tote befinden. Ein Commander der Pathfinder Force, die den nachfolgenden Bombern das Ziel weist, schreibt, die Maschinengewehröffnungen, die Glaskuppeln und die weit geöffneten Bombentore machten uns zur Zielscheibe für die tödlichen Geschosse. August 1944. Ein Angriff von 173, die insgesamt gegen die Hansestadt geflogen werden. Ein Versuch von vielen, die Zivilbevölkerung zu demoralisieren, zur Aufgabe des Kampfes zu zwingen. Tatsächlich haben diese Angriffe nur der NS-Propaganda geholfen und den Widerstand gegen den Feind verstärkt. Wirklich entscheidend waren nur die Zielangriffe auf die Industrie und auf die Verkehrsverbindungen. Die exponierte Lage Bremens an der Küste und die ansässige Kriegsindustrie veranlassten die Regierung, für 100 Millionen Reichsmark 116 Hochbunker zu bauen. Dennoch sterben durch 900.000 Bomben fast 4.000 Menschen. In den letzten Tagen vor der Einnahme der Stadt fliegt die RAF fast ununterbrochen Bombenangriffe. Hier wie überall zwingt die Partei die Bevölkerung zum letzten Aufgebot.
Die letzten Kriegstage war ich sogar noch Soldat. Trotz 58 Jahren war ich 4 Wochen vor Kriegsschluss befohlen, auf Befehl zu einer Flakbatterie hier ganz in der Nähe, Dienst zu leisten. Diese Batterie bestand aus 3 alten Geschützen, das waren Rohrrücklaufgeschütze. Und ich sah gleich, dass auf einem Rohr noch der alte Spruch stand, Ultima Ratio Regis, das letzte Wort des Königs. Das waren also Geschütze noch aus der Kaiserzeit, da wollten sie und sollten wir Flugzeuge abwehren in einer Höhe von 3.000, 4.000 Meter. Und eines Tages, ich hörte schon durch die Sender der Engländer, dass die englischen Truppen 15 Kilometer vor Bremen standen und sich anschickten, mit Artillerie die Stadt zu beschießen. Ich denke, na, was nun wird, wie ich da hinkomme zur Stellung, da liegt da ein Zettel auf einem Kartuschkasten, die Kartuschen drin waren, ist alles aus, wir sind abgehauen. Da stand ich da, legte mein Gummimantel zu diesen Kartuschen und ging auch weg. So war das Kriegsende für mich. Die militärische Entscheidung über Deutschland ist schon gefallen, als sich Bremen noch immer verteidigt. Die Engländer haben den Russen den Weg nach Dänemark verlegt. Sie sind an Bremen und Hamburg vorbei bis an die Ostsee vorgestoßen. Die Amerikaner haben die Elbe erreicht. Die Russen stehen rund um Berlin. Der Senat von Bremen bemüht sich um eine kampflose Übergabe der Stadt. Aber der Kampfkommandant Becker erfüllt das, was er für seine Pflicht hält. Schon am 9. April rückt die 7. englische Panzergrenadierdivision auf Bremen vor. Aber die Deutschen überschwemmen die Niederungen im Süden und stoppen den englischen Vormarsch. Am 20. April stehen 4 britische Infanteriedivisionen und eine schottische im Süden und im Osten vor Bremen. Flugzettel werden in die Stadt geschossen. Man gibt den Bremern 24 Stunden Zeit, dann soll die Einnahme mit Unterstützung der Luftwaffe beginnen. Seit Tagen schon liegt die Stadt unter Artilleriefeuer. Am 21.04. telefonieren die Engländer sogar mit General Becker. Sie teilen ihm als letzte Warnung den Beginn des Angriffs mit. Die RAF fliegt ihren 167. Angriff auf Bremen. Das Elektrizitätswerk wird zerstört. Am 23. erleidet die Stadt 4 schwere Luftangriffe. Die Bevölkerung verlässt die Bunker nicht mehr. Am 25. April flieht der Kreisleiter. Stundenlanges Artilleriefeuer erschüttert das Zentrum. Die Weserbrücken werden gesprengt. Am 26. ist die Stadt fast vollständig von den Briten besetzt. Die Bevölkerung verlässt die Bunker, aber ein britischer Panzer gibt die Durchsage, die Wehrmacht in Bremen habe noch nicht kapituliert. Der Kampf geht daher weiter. Die Bremer hatten noch kurz vor Beginn des Kampfes versucht, die Verteidigung der Stadt zu verhindern. Dem Kreis um Karl Bollmeier, Präsident der ehemaligen Gau-Wirtschaftskammer, war es gelungen, ein paar wenige Sinnlosigkeiten zu vereiteln. Beispielsweise wurde der Direktor des Gaswerkes fristlos entlassen, weil er befehlsgemäß wichtige Anlagen zerstören ließ. Ein Anschlag auf das Leben des Kampfkommandanten, den Bollmeier selbst unternahm, scheiterte in letzter Minute. So viel, was in Bremen noch heil war, den Straßenkämpfen zum Opfer. Erst am 27. April in den frühen Morgenstunden kapituliert die Besatzung unter dem Kommandanten Becker im Befehlsbunker. Am 3. Mai kapituliert die deutsche Nordwestarmee unter Generalfeldmarschall Busch vor Montgomery. Die Russen fürchten Sonderabmachungen der Westmächte mit den Deutschen und protestieren gegen diese Teilkapitulation. Für Montgomery und seine Soldaten ist der Krieg zu Ende. Sie haben gesiegt. Kurz darauf wird Bremerhaven kampflos übergeben. Die starken Kräfte der Armeegruppe liefern ihre Waffen ab. Bei den Offizieren verläuft diese Übergabe feierlich. Der militärische Kodex schreibt gegenseitige Ehrenbezeigungen vor. Neben dem Korps Ems und der Panzerdivision Rot legen auch Marineeinheiten die Waffen nieder.
Ihr Einsatz hatte sich am Ende des Krieges noch segensreich ausgewirkt. Sie haben Tausende von Flüchtlingen aus dem Osten vor der anstürmenden Roten Armee retten können. Der Status der Truppen, die in Gefangenschaft gehen, ist geklärt. Sie unterstehen der Befehlsgewalt der Sieger. Wer aber befiehlt denen, die noch nicht kapitulieren? In Flensburg gibt es noch eine Reichsregierung. Ihr Chef ist Admiral Dönitz, von Hitler vor dessen Selbstmord am 30.04. zu seinem Nachfolger ernannt. Seine Versuche, die Kapitulation nicht bedingungslos zu akzeptieren, scheitern. Er beordert die noch auf See befindlichen Schiffe in den nächstliegenden Hafen. Am 23. Mai wird er verhaftet. Nun ist die gesamte Regierungsgewalt bei den Siegern. Die Marineeinheiten, die in Bremerhaven an Land gehen, kommen fast ausnahmslos in britische Gefangenschaft, obwohl die Amerikaner das Gebiet besetzen werden. Denn die bremischen Häfen sind als Nachschubverbindung zwischen den USA und der amerikanischen Besatzungszone den Amerikanern unterstellt. Ein Verbindungsstab bereitet die Übernahme vor. Die Briten haben die Stadt Bremen noch nicht ganz besetzt, aber das Gebiet der Enklave wird bald in die Hand ihrer Streitkräfte fallen. Der ständige Stab der Armee der Vereinigten Staaten, der diesem Gebiet zugeteilt ist, begibt sich jetzt als Verbindungsgruppe dorthin, um es im Auftrage des kommandierenden Generals der 95. Division zu übernehmen. Es ist dringend notwendig, dass im Rahmen der Arbeit, die wir zu tun haben, jedes der Aufgabengebiete präzise und schnell übernommen wird. Major Simpson, Sie sind mit der Lage hinsichtlich der Kriegsgefangenen und Demobilisierung der Streitkräfte gut vertraut. Schnelle Erledigung der Aufgabe ist jetzt wesentlich. Genauso Major Gauls die technischen Aufgaben, sodass die taktische Streitkraft das Gebiet schnell besetzen kann. Die Nachrichtenaufgaben Oberst Forens sind gegenwärtig sehr wichtig, damit die Nazis zu keiner Zeit Untergrundaktivitäten beginnen können. Die Grenzen der Enklave Bremen sind schon im November 1944 in der Europäischen Beratenden Kommission ausgearbeitet worden. Die Engländer müssen im Gebiet ihrer Besatzungszone den Amerikanern einen Hafen einräumen. Bremen, durch Jahrhunderte mit Amerika verbunden, wird der Nachschubhafen der US Navy. Dank der wirtschaftlichen Mittel und der großzügigeren Besatzungspolitik der Amerikaner gewinnt Bremen im späteren Verlauf der Besatzungszeit eine günstigere Position für den Neubeginn in der Weltwirtschaft. Am 20. Mai 1945 übernehmen die Amerikaner offiziell die Enklave Bremen, die auch Bremerhaven einschließt. Die Kaianlagen werden repariert, die Verkehrsverbindungen instand gesetzt, der Hafen wird eine begrenzte Funktion zurückgewinnen. Die Engländer verlassen das Gebiet, dennoch muss es vorerst nach den Richtlinien der britischen Besatzungszone verwaltet werden. Herr Bürgermeister, wie erfolgte Ihre Berufung durch die Amerikaner 1945? Diese Berufung hat auch hier auf dieser Stelle stattgefunden, diese Siedlung. Wenn wir hier etwas weitergehen, dann sehen Sie hier das Feld, sich bis zum Horizont dort nach den Bäumen erstreckt. Da war ich im Mai 1945 beim Pflügen mit meinem Ochsen. Es war die höchste Zeit, das letzte Sommergetreide, Hafer und Gerste unterzubringen. Und da kam auf diesem Weg, den wir hier sehen, der längs des Ackers, das kleine Feldweg läuft, ein Bauer mir entgegen von da hinten und rief mir zu, Wilhelm, putz den Zylinder, sie kommt und holt die. Ich weiß, dreh mich um, da sehe ich, dass hier ein amerikanischer Offizier des Weges
entgegenkommt und wie er bei mir ist, stellt er sich vor als Professor Dorn, von der Militärregierung beauftragt, hier in Bremen eine Zivilverwaltung, einen Senat in Vorschlag zu bringen, der berufen werden kann, die Geschäfte wieder zu übernehmen. In Bremen ist mir oft Ihr Name genannt worden. Ich bin glücklich, Sie endlich gefunden zu haben. Ich konnte nur sagen, ich bin gar nicht glücklich über die Berufung. Als ich auf dem Amtsschied 1933 mit Gewalt entfernt wurde, verließ ich eine Stadt, die gesund, heil und intakt war mit all ihren Einrichtungen in den Häfen. Wir haben eine große Handelsflotte von 1,4 Millionen Tonnen, die ist jetzt verloren. Wir hatten Werften, große Industriebetriebe in Betrieb, die sind jetzt verloren. Die ganzen Wohngebäude sind zertrümmert. Da soll ich nun in diesen Trümmerhaufen wieder anfangen? Da sagte zu mir, wissen Sie, wir Amerikaner stehen ja auch vor der Frage, sollen wir diesen großen Schutthaufen hier seinem Schicksal überlassen oder sollen wir versuchen, neues Leben in Bremen wieder zu erwecken? Und nun können Sie doch nicht als Bremer das tun, was wir nicht wollen, nämlich nicht wieder anfangen. Also Sie müssen kommen. Das war entscheidend, sodass ich wieder am anderen Tag mich aufmachte, zu Fuß, um ans Rathaus zu gelangen. Die Stadt hat ein fremdes Gesicht bekommen. Vor dem Krieg hatte sie 450.000 Einwohner, 1945 nur noch 290.000. Dennoch ist die Wohnungsnot beängstigend. Bremen ist zu 59% zerstört, die Innenstadt zu 63,5%. Die Menschen bewohnen die lichtlosen Bunker weiter, die sie schon in den letzten Kriegstagen nicht mehr verlassen hatten. Die wenigen Männer, die noch im Stadtgebiet leben, werden sorgfältig nach Waffen durchsucht. Es herrscht eine Art Werwolf-Psychose, genährt durch die NS-Propaganda der letzten Kriegswochen, die jeden Deutschen zum Partisanen machen wollte. Jegliche Versorgung ist ausgefallen, alle Brücken zerstört, selbst die Amerikaner stehen vorerst hilflos vor dem Chaos. Im Übrigen verstehen sie die Deutschen nicht. Sie hatten die Deutschen für Fanatiker der NS-Ideologie gehalten. Jetzt sehen sie, die Erbschaft des Krieges sieht anders aus. Die Deutschen wollen nur noch überleben. Ohne Hilfe der Amerikaner würden viele nicht überleben. Herr Bürgermeister, bereits zu Weihnachten 1945 gab es doch für Bremen etwas, was es sonst in keinem anderen Gebiet Deutschlands gegeben hat, Sonderzuteilungen. Wie kam das zustande? Die Sonderzuteilung kam durch ein Gespräch zwischen Klee und mir zustande. General Klee war ja der Leiter der Militärregierungen hier in Deutschland. Beauftragter Washingtons und ich erzählte ihm, dass ich bei einem Gang durch die Kinderkrankenhäuser und Heime ein furchtbares Elend angetroffen hatten. Die kleinen Kinder, die weinten vor Hunger, ob er nicht aus seinen Beständen der Militärregierung für die Weihnachtsbände eine erste Hilfe geben konnte in Hergabe von elementarsten Nahrungsmittel. Klee überlegte gar nicht lange und sagte, okay, das machen wir. Und da wurde dann aus amerikanischen Beständen eine Hilfsaktion zu Weihnachten organisiert für die Kinderkrankenhäuser und für die Kinderspeisungen. Die deutsche Wehrmacht, einst schlagkräftiges Instrument der Diktatur,
ist aufgelöst worden. Ihre Soldaten sind nicht einmal mehr Kriegsgefangene, denn Kriegsgefangene hätten aufgrund der Genfer Konvention Ansprüche, die sich einfach nicht erfüllen lassen. Sie müssten zum Beispiel die gleichen Rationen bekommen wie die englischen Soldaten und damit besser verpflegt werden als die englische Zivilbevölkerung. Nach der bedingungslosen Kapitulation wird darum ein neuer Begriff geschaffen. Die deutschen Soldaten heißen nun Surrendered Enemy Personnel, Feindpersonal, das kapituliert hat. Zwischen Weser und Ems vor den Toren Bremens kampieren Hunderttausende ehemaliger Soldaten. Das Lager steht unter deutscher Gerichtsbarkeit, es verwaltet sich selbst. Die Versorgungslage ist katastrophal. Die Lagerleitung schickt Bettelzüge zu den umliegenden Bauernhöfen und Siedlungen, um der ärgsten Not zu begegnen. Tausende sterben noch nach dem Krieg. Der ehemals kriegswichtige Flughafen Bremens ist schwer zerstört. Schon gleich nach der Einnahme haben die Amerikaner begonnen, das Flugfeld zu reparieren. Man braucht die Luftverbindung nach Süddeutschland. Die Soldaten, die vielleicht vor wenigen Tagen noch mithalfen, den Feinden nur ja keine funktionsfähigen Anlagen zurückzulassen, sind dabei aufzuräumen. Seit langen Jahren zum ersten Mal eine Tätigkeit, die nicht der Zerstörung dient. Für diesen Hafen haben die Bremer jahrhundertelang gearbeitet, gewagt, gekämpft. Vor zwei Wochen wurde, was noch nicht zerstört war, von den Deutschen gesprengt. Wäre es ausschließlich nach den Köpfen der an der Katastrophe Schuldigen gegangen, in Deutschland läge kein Stein mehr auf dem anderen. Zeichen letzter Kriegsanstrengung. Mit 10.000 Kilo Bomben konnten die Alliierten auch diesen Bunker, den Valentin-Bunker, in dem U-Boote zusammengesetzt werden sollten, durchschlagen. Die AG Weser und die Vulkanwerft baute etwa ein Fünftel der deutschen U-Boote. Vor allem den Typ 21. Die an verschiedenen Produktionsstätten hergestellten Segmente wurden in Bremen zusammengesetzt. So verkürzte man die Zeit, in der U-Boote am verwundbarsten sind, solange sie nicht schwimmen. Wegen der ausgedehnten Anlagen der Kriegsindustrie, Focke Wulf baute die meisten Jäger Deutschlands, Borgward erzeugte Munition und Kettenfahrzeuge, wurde Bremen ausgiebiger und öfter bombardiert als andere Städte Deutschlands. Am Ende der 12 Jahre Diktatur funktionieren von 243 Speicher- und Schuppenkränen noch 12, die man aber nicht benutzen kann. Das Elektrizitätswerk ist zerbombt. Die Hafengleise sind zu einem Drittel, die Kaimauern zu einem Fünftel zerstört. Von den städtischen Schuppen und Speichern ist ein Zehntel übrig geblieben. Was die Bomben nicht schafften, die deutschen Fanatiker erreichten es. 1945 kann der Hafen nicht mehr arbeiten. Jahre davor, 1925. Der empfindliche Mechanismus der Handelsstadt hat die Krisenjahre relativ gut überstanden. Ein eigener Bremer Dollar garantiert während der Inflation Stabilität. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg hatte man für den Ausbau des Hafens über 100 Millionen Dollar ausgegeben. Die Investition hat sich gelohnt. Bremen ist der größte Umschlagplatz für Baumwolle, Tabak und Kaffee in Europa geworden. Der Hafen ist modern, leistungsfähig. Wie wird er die Weltwirtschaftskrise überstehen? Feldmarschall von Hindenburg besucht die Hafenstadt. Auch als Reichspräsident bleibt er ihr treu. Schließlich war die Marine das Lieblingskind seines Kaisers. Und in der Republik setzt sich der Aufstieg des Hafens fort. Der norddeutsche Lloyd hat die modernsten Passagierschiffe bauen lassen, die Bremen und die Europa. Nacheinander erringen sie das blaue Band. Ein Flugzeug an Bord bringt die Post 2 Tage vor Ankunft des Schiffes in den Zielhafen. Die Handelsflotte wird zum Stolz der Nation. Bremer Hafen, Ende der 20er Jahre. Tausende von Auswanderern haben an dieser Stelle die alte Welt verlassen. Rund 100 Jahre zuvor hatte der Bremer Bürgermeister Smith für 73.658 Taler, 17 Groschen und einen Pfennig das Gebiet an der Geestemündung von Hannover gekauft. Während des Englisch-Französischen Krieges gelingt es den neutralen Bremern gegen den Willen der Engländer, in Amerika Einfluss zu gewinnen.
Seit dieser Zeit ist Bremen ohne seinen großen Partner nicht denkbar. Die ersten Wochenschauen des Jahres 1945, hergestellt von den Alliierten, sollen die Deutschen erziehen, ihnen die düstere Bilanz der NS-Zeit vor Augen führen. Die oft bombardierte Stadt Bremen, einer der letzten deutschen Stützpunkte, die in die Hände der Alliierten fielen. In fast jeder Ausgabe der Wochenschau wird die Härte der Strafen demonstriert, die die Gegner der Sieger trifft. Fast jede Wochenschau zeigt eine Exekution. Standen zwei deutsche Spione vor einem alliierten Militärgericht. Im Februar waren sie in Zivilkleidung über die Röhr geschmuggelt worden, um über Bereitstellungen amerikanischer Truppen Informationen zu sammeln. Innerhalb 24 Stunden wurden sie festgenommen. Das Militärgericht verurteilte sie nach Kriegsrecht zum Tode durch Erschießen. Die Amerikaner sind während der kurzen Dauer ihrer Besatzungszeit misstrauischer und härter geworden. Zwei Bürgermeister hatten sich als ehemalige NS-Beamte entpuppt. Der erste, Bremens ehemaliger Polizeipräsident Schröers, hatte den Engländern ohne Wissen der Wehrmacht durch einen Polizeiwachtmeister die Kapitulation angeboten. Dafür war er zunächst Bürgermeister geworden. Der zweite, Dr. Fagts, hatte seine braune Vergangenheit vergessen, als er das Amt annahm. Erst im Juli wird Wilhelm Kaisen Bürgermeister. Aber Bremen, einst freie Stadt, ist vielfach abhängig. Zur Zeit der Weimarer Republik hatte zwischen der preußischen Provinz Hannover und dem Freistaat Oldenburg Bremen den Status einer freien Hansestadt. Bremerhaven, die Erwerbung und Gründung des Bremer Bürgermeisters Schmidt, gehörte als Exklave zum Gebiet des Bremer Stadtstaates. Im NS-Staat wurde die Partei wichtiger als die Zivilverwaltung. Oldenburg wurde zum Gauweser Ems erweitert, der sich Bremen allmählich einverleibte. Der Reichsstatthalter war mächtiger als der Senat einer längst nicht mehr freien Stadt. Bremen war von Oldenburg, dem Sitz des Gauleiters, abhängig. Im Januar 1945 vereinbaren die Alliierten Bremen sowie Wesermünde mit Lehe, Geestemünde und Bremerhaven den Amerikanern als Enklave in der britischen Besatzungszone zuzuteilen. Die Enklave Bremen dient als US-Nachschubbasis für die Verbindung mit der US-Besatzungszone in Süddeutschland, die über keinen Zugang zum Meer verfügt. Die deutsche Verwaltung Bremens aber ist einerseits abhängig vom britischen Militärgouverneur in Hannover, weil sie nach britischen Besatzungsrichtlinien arbeiten soll, andererseits vom amerikanischen Militärgouverneur in Berlin, weil sie ja eine amerikanische Enklave verwaltet. Endlich gelingt es den Bremern unter Kaisen nach hartnäckigem Drängen bei den Amerikanern, wieder die staatsrechtliche Selbstständigkeit einer freien Hansestadt zu erlangen. Besonders für die Verteilung des Steueraufkommens und damit der Finanzen der Stadt ist das lebenswichtig. Bremerhaven wird, mit Wesermünde vereinigt, in abgerundeter Form wieder dem Gebiet der Hansestadt zugeschlagen. Die neue Lösung ist sogar besser als die vor 1933. Schon sehr bald werden die ersten Soldaten aus Deutschland abgezogen. Sie werden im Pazifik gebraucht. Dort ist noch Krieg. Die Bremer und die Bremerhavener haben Glück 1945. Ein Hafen, der funktionieren darf, ist kein toter Hafen. Und schließlich, der Nachschub, der hier umgeschlagen wird, kommt auch den Bremern zugute. Auch ein Personenverkehr beginnt wieder. Weibliche Militärangehörige kommen nach Europa. Sie sollen die Verwaltungsaufgaben übernehmen, die Pflegedienste verrichten, vielleicht auch ein bisschen das Leben der Soldaten zivilisieren helfen. Die DPs, die Verschleppten, die Zwangsarbeiter, teilweise heimatlos, weil sie in ihre kommunistisch gewordenen Länder nicht zurück wollen, hatten in Deutschland eine Zahl von 9 Millionen erreicht.
1945 dürfen ein paar Privilegierte nach den USA auswandern. Dafür schickt Amerika einige unangenehme Zeitgenossen zurück nach Deutschland. Unter ihnen den Führer der deutschen Nationalsozialisten in Amerika. Man wird ihn bald verhaften, als er in Berlin wieder für eine nationalsozialistische Partei wirbt. Ein amerikanischer Offizier, der sich offensichtlich über die komplizierte Aufgabe der Verwaltung noch nicht so recht im Klaren ist, hat seine eigenen Gedanken zur Besatzungspolitik. Wir haben den Nazi-Bürgermeister geschnappt, er ist jetzt im Gefängnis. Als Befehlshaber der Polizei haben wir einen Generalmajor gefunden. Er scheint ein ziemlich soldatischer Bursche zu sein, also ist er jetzt zusätzlich zu seinen anderen Aufgaben amtierender Bürgermeister. Major Sheldon, ich möchte, dass Sie ihn zu Ihrem besonderen Schützling machen. Meine Herren, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf diese Kollektion lenken, die meiner Meinung nach für unsere Situation symbolisch ist. Von diesem Affen haben wir diese Herde weißer Elefanten geerbt und nach 10 Jahren, von jetzt angerechnet, werden wir, wie dieser kleine Bursche, immer noch nach einer Antwort auf unsere Probleme suchen, während der Rest der Armee nach Hause segelt. Aber auch die Masse der Amerikaner wird noch lange bleiben. Die Boys sollten so schnell nach Hause, stattdessen holen sie ihre Angehörigen über den Ozean nach. Was die Bilder nicht zeigen, teilweise trifft sie das gleiche Schicksal wie die Deutschen. Die jahrelange Trennung hat sie einander entfremdet. Keiner ist mehr der, den der andere verließ. Die unheilvollen Folgen des Krieges werden noch lange spürbar sein. Die Amerikaner lernen Verkehrsregelungen. Bis es wieder eine deutsche Ordnungsmacht gibt, werden selbst die Aufgaben der Straßenpolizei von den Siegern mit übernommen. Aber es wird schwerwiegende Probleme geben. Man wird Fachleute brauchen, Spezialisten, um den festgefahrenen Karren Deutschland wieder in Schwung zu bringen. Und das Problem wird nicht so leicht zu entwirren sein wie ein Verkehrschaos auf einer gedachten Kreuzung. Die Amerikaner wollen auch in Deutschland nicht auf ihren Way of Life verzichten. Im Übrigen haben sie sich viel vorgenommen. Sie wollen die Deutschen demokratisieren. Aber vieles muss anders gemacht werden, als es geplant war. Schon das Fraternisationsverbot ist nicht aufrechtzuerhalten, wenn hungernde Kinder einen Amerikaner um Schokolade anbetteln. Weserstadion, 4. Juli 1945, Unabhängigkeitstag der Amerikaner. Eine Sportveranstaltung. Langsam normalisiert sich dieses außergewöhnliche Besatzerleben. Man wird sich den Umständen anpassen, man wird Einfluss nehmen auf die neuen deutschen Regierungen, man wird selbst ein bisschen Europäer werden. In der Tat, die Besatzungszeit in Deutschland wird in Amerika nach langer Zeit zum ersten Mal Verständnis für die alte Welt wecken. Und Deutschland und Europa werden, weil ihre eigene Entwicklung unterbrochen worden war, ihrerseits etwas nachahmen, den American Way of Life. Noch 1950 werden Werften demontiert. Aber so wie das hochindustrialisierte, dicht besiedelte Deutschland allein durch Ackerbau nicht existieren kann, wird Bremen nicht lebensfähig sein, solange die Häfen und ihre Industrien nicht arbeiten. 230 Schiffe liegen auf Grund, versperren die Becken. Bis Fegesack treiben 90 Minen in der Weser oder stecken im Schlamm. Die Schleusen und Leuchtfeuer wurden von den Deutschen selbst unbrauchbar gemacht. Die Reedereien besitzen keine seegehende Tonnage mehr. Die Schiffe sind von den Alliierten requiriert. So auch die berühmte Europa, der Stolz der Bremer. Sie hat den Krieg überstanden. Sie ist reparaturbedürftig, aber doch eben immer noch eines der schnellsten Passagierschiffe der Welt.
Als das Schiff vom Stapel lief, bejubelte man die außerordentliche technische Leistung. Im März 1930 ging die Europa auf Jungfernfahrt und errang das blaue Band des Ozeans. Nach dem Krieg fährt das Schiff als amerikanischer Truppentransporter, dann wird es den Franzosen ausgeliefert und heißt fortan Liberté. Bestimmungsgemäß sollen Schiffe von dieser Größe nie wieder unter deutscher Flagge fahren. Erst 1950 gestatten die westlichen Alliierten den Deutschen den Wiederaufbau der Industrie und den Aufbau einer Hochseeflotte. Wilhelm Kaisen zieht nach 25 Jahren Bilanz. Eins ist überraschend. Wer 45 das Bild von heute hätte ahnen können, hätte nicht geglaubt, dass sowas möglich gewesen wäre, aus diesem Trümmerhaufen ein solches großes Gemeinwesen wieder zu entwickeln. Der hätte einfach gesagt, es ist ein Traumbild, das wird sich nie verwirklichen lassen. Es würde mindestens eine Periode, ein Menschenalter vergehen. Und das Menschenalter wird erfüllt sein von Hungerperioden und Krisenperioden, die es überhaupt gelingt, wieder das herzustellen, was Generationen, Jahrhunderten gebaut haben. Ein anderes ist natürlich, wenn man sich heute rückblickend fragt, sind die Prinzipien die richtigen gewesen, nachdem wir angetreten sind. Politisch das Prinzip der Demokratie war eine Antwort natürlich, geschichtlich gesehen, auf die Ergebnisse der totalen Diktatur, die einem in einen totalen Zusammenbruch endete. Aber es war darüber hinaus für uns Deutschen auch eine besondere Not in dieser geschichtlichen Erkenntnis. Wenn andere Völker Demokraten sein können, so mussten wir Demokraten sein, aus dem einfachen Grunde, weil in diesem Augenblick ein jeder fühlen musste, mindestens die gleichen Rechte politischer Art, die gleichen Rechte staatsbürgerlicher Art zu haben, denn mit Heloden kann man keinen solchen Wiederaufbau durchziehen. Die Freiheit und die Toleranz, das wusste man in Bremen seit Jahrhunderten, sind die Voraussetzungen für das Gedeihen einer Handelsstadt. Als diese Wahrheit in Vergessenheit geriet, dauerte es nur 12 Jahre und aus einer 1000-jährigen Stadt war ein Trümmerhaufen geworden. Tausende von Einwohnern waren umgekommen, unschätzbare Werte zerstört, die Kontinuität der Tradition verloren, Ansehen und Vertrauen vertan. Soweit wie diese Bilder von dem Bild des heutigen Bremen entfernt scheinen, soweit verzerren Realität und Emotion von heute das Verständnis für die Realität und Emotion von damals. Die heute selbstverständliche Gegenwart war einst als Zukunft nicht denkbar. Aus den Trümmern der Ruinenwüste entstand ein Wirtschaftswunder, eine prosperierende Stadtlandschaft. Aus den von der Diktatur manipulierten Massen sind Demokraten geworden. Sind es schon Demokraten? Entstand aus der Lethargie nach dem Zusammenbruch genügend politisches Bewusstsein? Wie anfällig ist die Demokratie für die lauten Gesten der Demagogen? In den Räumen der Gegenwart sind die Fragen nach der Haltbarkeit des friedlichen Nebeneinander, nach der Standfestigkeit der Demokratie, nach der Lauterkeit des politischen Bewusstseins noch immer nicht zu beantworten. Dass die Intoleranz, der Fanatismus, die Gewalt keine vertretbaren Alternativen sind, das jedenfalls ist aus der Vergangenheit zu lernen.